Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Nachgefragt. Heute dreht sich alles um die Zukunft des Traditionsschiffs und zwar nicht um die leidige Standortfrage, sondern eher um die nahe und mittelfristige Zukunft. Frau Möller, 46 Jahre hat sich hier eigentlich nicht so viel verändert. Sie wollen das jetzt ändern, unter anderem mit einer App. Eine App für Besucher, die ihr Smartphone mitbringen und die auf dem Schiff die alten Seeleute treffen. Den ehemaligen Kapitän, einen Koch, den Maschinisten, auch eine Stewardess. Und mit Hilfe der App können Sie hören, was ist eigentlich hier auf dem Schiff passiert in den 60er, in den 70er Jahren. Was haben die Leute erlebt? Und gleichzeitig wollen Sie auch die Ausstellungsbereiche verändern. Und zwar in drei Kategorien soll das eingeteilt werden. Was genau passiert denn da? Also wir haben ja sozusagen auch drei Ebenen. Ganz unten, die Stauung, soll die historische Ausstellung werden, die es ja jetzt schon ist, halt aus den 1980er Jahren. Das heißt, wir haben die Aufgabe, da völlig zu überarbeiten und die Schiffbau- und Schifffahrtsgeschichte unserer Region zu erzählen. Dann haben wir ein zweites Deck, was da drüber sich befindet. Und wir sagen, das soll sehr flexibel werden in der Zukunft. Sonderausstellungen, Sonderthemen, es könnte Unterwasserarchäologie sein. Ich hoffe, dass wir ein richtiges kleines Piratendeck auch kriegen, also eine Sonderausstellung für Kinder, die längere Zeit dann auch präsent ist für Familien und für Kinder. Und dann gibt es eben die dritte Ebene, das Schiff an sich. Also wir haben die alte Offiziersmesse, die Mannschaftsmesse, Kombüsen, die Räume der Seeleute. Und das muss für die Besucher gut erfahrbar sein. Ja, und für die alten Seebären in Rostock ist das vielleicht ein kleiner Schock, aber der Begriff Traditionsschiff soll langsam aber sicher verschwinden. Was ist denn da Ihre Vorstellung? Also wir werden mal sehen, wie wir das in Angriff nehmen. Ich weiß, dass es einfach auch eine Liebe von vielen ist. Unser Traditionsschiff, wir werden das gemeinsam diskutieren. Also auch mit unseren vielen maritimen Vereinen. Aber es wird mir natürlich sehr am Herzen liegen, dass für diejenigen, die Rostock das erste Mal besuchen, klar ist und interessant ist, ein Schiff, ein richtiges Schiff, 10.000 Tonner, wow. Und ob sich das mit dem Begriff Traditionsschiff so sehr verbindet für jemanden, der aus Bayern, aus Baden-Württemberg kommt, würde ich ein bisschen anzweifeln. Aber das ist alles noch in der Diskussion, werden wir mal sehen. Haben Sie denn einen Zeitplan für all diese ganzen Umsetzungsvorhaben? Ach, am liebsten sofort. Das ist schwierig. Also natürlich braucht es Finanzen, das auch nicht ganz gering. Gute Ausstellungen berechnet man heute nach einem Quadratmeter. 1.000 Euro pro Quadratmeter und wir haben da einiges davon. Das heißt, es wird schon ein langer Atem sein, den wir brauchen. Aber erste Schritte machen wir in diesem Jahr. Also die Seeleute wollen wir in diesem Jahr befragen, Filme produzieren. Und ich kann mir vorstellen, dass wir Ende des Jahres schon unsere App auf den Weg gebracht haben. Und dann wäre 2018, 2019 der nächste Schritt, 2020 ungefähr. Aber es gibt auch jetzt erstmal auch für die nahe Zukunft schon weitere Vorhaben. Sie haben einige Veranstaltungen in petto und das schon bis Ende des Jahres durchgeplant. Das Jahr ist schon fast gelaufen. Die Büchnerianer soll noch mal zu Besuch sein. Am 22. Januar haben wir noch mal einen Tag für die Büchnerianer. Sind ganz herzlich eingeladen. Von 13 bis 16 Uhr geht's nur um die Büchner. Wir hoffen, dass wir noch viele Geschichten von den Büchnerianern erfahren. Wer noch ein altes Seebuch hat, soll kommen, braucht auch gar keinen Eintritt bezahlen. Und das wollen wir auch nochmal sammeln. Es wird Filme geben von den Büchnerianern, was haben sie erlebt. Es wird auch nochmal eine Buchvorstellung geben. Also ich bin auch ganz gespannt, wie wir da ins Gespräch kommen. Wir werden im Mai, bis Mai dann eine Ausstellung haben über Rostock Maritim heute. Was ist da eigentlich auch ganz aktuell Interessantes zu erzählen über die Stadt. Und dann wird es sehr familiär in der zweiten Jahreshälfte Segeln zu mitmachen. Also es wird eine Mitmachausstellung, Segeln, was passiert da eigentlich, was muss ich lernen? Da richten wir uns vor allen Dingen an die Familien und ja, jeder Mann kann Segeln lernen bei uns. Im Dezember kommt auch noch das Murmeland wieder. Das hat sich ja im letzten Jahr schon als beliebter Anziehungspunkt erwiesen. Ich bedanke mich erstmal für das Gespräch. Liebe Zuschauer, das war's von unserer Seite auch schon wieder. Ich sage Tschüss und bis bald.